tatsächlich glaube ich nicht, dass das jetzt alles so spontan und ad hoc passiert ist, wie es uns dargestellt wird, dass es da einen drohenden Vormarsch der Islamisten auf Bamako gegeben hätte, wo dann in letzter Minute Frankreich spontan eingegriffen hätte. Von der ganzen Logistik, von der Komplexität dieses Einsatzes mit Kampfflugzeugen, die Überflugrechte brauchen, Luftbetankungen, die wohl die USA zur Verfügung gestellt haben und so weiter, muss dieser Einsatz schon länger geplant gewesen sein. Und tatsächlich macht sich ja Frankreich, macht schon in internationalen Foren, vor allem im Rahmen der Europäischen Union, schon lang Druck, das militärische Engagement dort, vor allem im EU-Rahmen, auszuweiten. Entsprechende Missionen finden ja auch schon im Nachbarland Niger zum Beispiel statt, sind auch schon seit vielen Monaten geplant und in Vorbereitung. Die zweite Frage zu den Interessen ist natürlich noch wesentlich komplexer. Grundsätzlich geht es darum, dass Frankreich eben in der Region die Vormachtstellung beansprucht, hat das auch sozusagen dieses strategische Interesse auf die EU übertragen. Da gibt es verschiedene Zitate, wo eben Westafrika und der Sahel als Hinterhof Europas oder der deutsche Entwicklungsminister Niebel hat es mal als Vorgarten bezeichnet, gesehen wird. Das beinhaltet insbesondere auch, dass man im Grunde auf jede einzelne Regierungsbildung in der Region Einfluss nehmen will und das in der Vergangenheit auch gemacht hat. In der Region gibt es ja Bodenschätze wie zum Beispiel Erdöl und Uran. Spielt jetzt dieser Faktor bei der Militärintervention? Also ich glaube, bei den allermeisten Militärinterventionen, dass es nicht ein einziges zentrales Motiv gibt. Sie haben jetzt die Bodenschätze angesprochen, da wäre natürlich auch noch Phosphor zu ergänzen. Das Uran ist tatsächlich relativ wichtig für die französische Atompolitik, Energiepolitik. Das ist aber überwiegend, wird das im Niger abgebaut und ist da vorhanden. Ich glaube sozusagen, das primäre Interesse ist eben, Kontrolle in dieser Region ausüben zu können, dort auch wirtschaftliche Tätigkeiten, Aktivitäten westlicher, europäischer, französischer Firmen zu begünstigen und zu ermöglichen. Und so ein Motiv, das da mit drin steckt, ist eben der Zugriff auf Bodenschätze. Da ist sicher Uran einer der wichtigsten in der Region insgesamt. Aber wir sehen jetzt ja auch zum Beispiel mit Plänen, die Energieversorgung Europas abhängig zu machen von Solar- und Windkraftwerken in der Sahara etc., dass das noch viel weiter geht, also dass man sich im Grunde sogar die Möglichkeit offen halten will, dort Sonnen- und Windkraft auszubeuten. Abgesehen von all den Rohstoffen in den Nachbarstaaten Malis sind natürlich auch die Fischvorkommen relevant etc., wo ja jeweils Abkommen mit den dortigen Regierungen ausgehandelt werden müssen. Sie haben es ja schon gesagt, es wurde von den Medien oder medial so dargestellt, dass es ja ein Vorpreschen von Seiten der Islamisten war und dass man das schnell stoppen müsste. Ja, wie sieht es in Wirklichkeit aus? Also wie groß ist denn die Bedrohung? Also da muss man natürlich nochmal ganz fein eigentlich differenzieren. Also wenn von die Tuareg die Rede ist, dann ist da meistens gemeint damit die MNLA. Das ist eben eine bewaffnete Gruppierung, die nach dem Libyen-Krieg die Unabhängigkeit des Nordens Malis ausgerufen haben. Es gibt dann noch verschiedene islamistische, religiös-fundamentalistische bewaffnete Gruppen, die dann die Herrschaft überwiegend an sich gezogen haben, die da auch schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Wenn man sich aber sozusagen die ganze Konfliktgenese anschaut, meint man auch da etwas zu erkennen, was ja in der Weltpolitik gerade an vielen Orten sichtbar wird, eine gewisse unheilige Allianz zwischen islamistischen, terroristischen Kräften und im Grunde der westlichen Sicherheitspolitik. Wir entdecken das ja letzten Endes auch in Afghanistan, auf der ganzen arabischen Halbinsel, in Somalia, dass letzten Endes die westliche Sicherheitspolitik den Terrorismus, den sie vorgibt zu bekämpfen,
zugleich fördert. Damit meine ich jetzt nicht in erster Linie Finanztransfers und Waffengeschäfte über Saudi-Arabien, sondern auch einfach die Ausrichtung des westlichen Interventionismus auf den Krieg gegen den Terror, der dann diesen Terror hervorbringt. Also letzten Endes, bevor es da irgendwelche ernstzunehmenden islamistischen Kräfte im Sahel gab, waren die EU und die USA schon daran, die Terrorbekämpfung dort vorzubereiten. Und so absurd es zunächst klingen mag, tatsächlich hat das wiederum die islamistischen Kräfte und ihre Organisierung in dieser Region vorgetrieben. Also im Grunde genommen wurde da in den letzten 6 Jahren langsam und kontinuierlich und im Grunde auch für alle Beobachter sichtbar von beiden Seiten ein wirkliches Schlachtfeld für den Krieg gegen den Terror bereitet und aufgebaut. Ich habe jetzt im Neuen Deutschland gelesen, dass es sich jetzt um 6.000 Leute handelt, die Nordmali besetzen. Wie ist es denn möglich, dass so eine kleine Gruppe ein so großes Gebiet an sich nimmt? Also mit den Zahlen muss man natürlich immer ungemein vorsichtig sein. Selbst Frankreich, die da ja fleißig Ziele in der Wüste bombardieren, will uns ja jetzt glauben machen, dass sie völlig überrascht sind vom Umfang, vom Ausmaß der Bewaffnung und der militärischen Fähigkeiten dieser sogenannten Islamisten. Wir haben es da im Grunde mit einem ganz komplizierten Netzwerk bewaffneter Akteure zu tun, die dann teilweise auch in den Nachbarstaaten mit Geheimdienst und Militär wiederum zusammenhängen. Wir haben es natürlich mit Bevölkerung zu tun, die sozusagen auch sich bewaffnen kann, die unterschiedliche Sympathien hat. Und wenn man dann dazu übergeht, also da würde ich solche Darstellungen auch grundsätzlich kritisieren, zu sagen, es sind davon 8.000 Kämpfern, dann erklärt man diese Kämpfer sozusagen zum legitimen Kriegsziel. Eigentlich wäre es ja angemessen, sozusagen erstmal die Verhandlungen zu suchen, auch zu versuchen, die Rekrutierungsbasis dieser Kämpfer im Grunde durch wirtschaftliche, durch Perspektiven, durch Alternativen zu verkleinern. Was man jetzt letzten Endes macht, ist einen großen Teil der Bevölkerung selbst zu Kriegsakteuren zu machen und zu erklären. Was übrigens bei so einem Wüstenkrieg, den man aus Kampfjets führt, ja auch ganz praktisch ist, weil man dann einfach jeden Getöteten nachträglich zum Islamisten erklären kann. Die Intervention wurde auch teilweise begründet mit dem Hilfegesuch des sogenannten Präsidenten. Das ist natürlich eine ganz dünne völkerrechtliche Grundlage. Ich würde sagen, gar keine. Und ein ganz schlimmer Präzedenzfall, dass man im Grunde eine von außen eingesetzte Regierung, also man hat da einfach irgendwelche Personen mehr oder weniger ausgewählt und nach dem Putsch zur Regierung ernannt, die vor Ort eigentlich gar nichts zu sagen haben, dass man die Leute zur Regierung erklärt und die dann wiederum nach einer ausländischen Militärintervention, in diesem Falle der ehemaligen Kolonialmacht, rufen lässt und damit sich wieder die völkerrechtliche Begründung für eine Intervention gibt. Im Grunde wurde das Modell in Afghanistan ähnlich erprobt, wo ja auch auf der Petersburger Konferenz Karzai zur Regierung erklärt wurde, die daraufhin eine Intervention der NATO erbeten hat. Einen ähnlichen Prozess hatten wir in Somalia, wo eine Übergangsregierung eingesetzt wurde, wo die meisten Leute nicht immer in Somalia leben, die an der beteiligt sind, und ihre erste Amtshandlung war, einen EU-Militäreinsatz auch in den Küstengewässern zu legitimieren. Und das wurde jetzt in Mali quasi noch auf die Spitze getrieben. Der Unterschied ein bisschen zu Afghanistan und Somalia ist aber, dass es in Mali ein sehr hohes Maß an politischer Organisation, auch an Demokratie und Zivilgesellschaft im positiven Sinne gibt. Also dass da ganz viele Gruppen um die Macht konkurrieren, auch viele tolle Gruppen, auch auf einem sehr demokratischen Wege, und dass diese ganze Auseinandersetzung um die Macht in Mali, wo sich schon auch antikoloniale, antineoliberale Kräfte dran beteiligt haben, ganz aussichtsreich, jetzt durch diese Militärintervention endgültig vorerst entschieden wurde. Also davor gab es da einen Prozess breiter Konsultationen in Mali selbst. Die Übergangsregierung hatte de facto keine Macht und jetzt ist aber ganz klar, diejenigen, die mit Frankreich und der internationalen Gemeinschaft, der ECOWAS, also anderen französischen Klienten da vor Ort kooperieren,
die die Militärintervention begrüßen und sich in deren Dienst stellen, die werden eben die zukünftige Regierung Malis ausmachen. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung? Ich muss sagen, ich bin da wirklich mehr als sonst schockiert und pessimistisch, weil sich dieser Krieg in der einen oder anderen Form sehr lange hinziehen wird. Der wird auch die Nachbarstaaten destabilisieren. Also die jetzt Bekämpften müssen ja nur über die porösen, unkontrollierbaren Grenzen nach Niger, Mauretanien oder so ausweichen. Dann wird da der Krieg geführt mit den gleichen Folgen für die Zivilbevölkerung. Vor allem aber muss man eben auch denken, dass wesentliche Fluchtrouten ja auch durch diese Region sich ziehen und tatsächlich auch diese Region so weit von Europa nicht weg ist und dieser Krieg als Krieg gegen den Terror geführt wird. Das heißt, es ist tatsächlich irgendwie ein enger Zusammenhang da mit der Situation der inneren Sicherheit in Europa. Das heißt, wenn dieser Krieg geführt wird, dann haben wir auch mit weiteren Einschränkungen der Bürgerfreiheitsrechte in Europa mit einer verstärkten Überwachung, vor allem mit einer verstärkten Überwachung der Fluchtrouten in der Wüste und auf dem Mittelmeer zu rechnen. Und ja, ich glaube, hier fängt wirklich Europa seinen Krieg gegen den Terror an, mit all den Konsequenzen, auch was Rassismus, was Überwachung etc. angeht, die da eben zum Beispiel in den USA schon zu sehen sind. Also schlimm finde ich auch, dass heute die Bundesregierung zugesagt hat, sich an diesem Militäreinsatz zu beteiligen, indem sie Transportkapazitäten bereitstellt und es nicht einmal mehr für nötig befunden hat, hierüber den Bundestag abstimmen zu lassen. Und tatsächlich, wie in sicherheitspolitischen Kreisen oft gesprochen wird, wenn in Mali sozusagen das europäische Afghanistan droht, dass man da sozusagen in eine Intervention hineinschlittert, in so einen Krieg hineinschlittert, ohne das überhaupt diskutiert zu haben, jetzt unter so einem Diskurs des Notstandes, jetzt müsste ganz schnell reagiert werden, das halte ich für besorgniserregend und eigentlich auch einen politischen Skandal, wo ich im Grunde von allen Oppositionsparteien erwarten würde, dass sie dem auch entschieden entgegentreten. Leider sieht es danach im Moment nicht aus.